Hallo Spieler, kommt rüber. Willkommen zurück beim Speedrun von Hollow Knight, wo wir unter 5 Stunden den Hollow Knight besiegen. Wir haben bis jetzt 2 Stunden 51 Minuten auf dem Buckel und wir haben eigentlich alles durch. Wir könnten jetzt, ich lade auch schon mal, wir könnten jetzt direkt zum Hollow Knight gehen und ihn platt machen. Problem ist zweierlei. Erstens, das ist gar nicht so leicht, weil wir ja durch den Speedrun eigentlich viel zu früh im Spiel sind. Wir können ganz viele Dinge gar nicht, die wir normalerweise an der Stelle im Spiel könnten. Und wir haben auch einen nicht annähernd abgegradeten Nail. Und was ich jetzt mache, um das ein bisschen einfacher für mich zu machen, ist, ich gehe und hole mir noch einen Nail-Upgrade. Und zwar hoffentlich so schnell es geht. Das brauchen wir eigentlich nicht. Wobei, ja, werden wir gleich sehen. Man kann hier ja runterfallen, was super unangenehm ist. Ja, geht schon los hier. Ah, nein, nein, bitte, 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 bitte. Was ist los? Okay, also nochmal. Man kann hier ja runterfallen. Das schneiden wir nachher. Ne, können wir nicht schneiden. Das ist ja ein Speedrun. Wir wollen zurück in die City of Tears. Und da einen Weg nehmen, den wir, wenn wir normalerweise spielen würden, das müssen wir jetzt erstmal kaufen hier, eine Stackstation unlocken, den wir normalerweise, wenn wir in dieser Phase im Spiel wären, wenn wir den nehmen, das habe ich damals, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, tatsächlich gemacht. Und das Problem ist, dass man da nicht zurück kann. Und sobald man da unten dann sich auf eine Bank gesetzt hat, stickt man da erstmal fest. Das müssen wir jetzt aber natürlich nicht machen. Was wir jetzt machen, ist, wir gehen da rein aus King Station, können wir direkt in den Abyss vorstoßen. Und dann müssen wir es halt, ohne zu sterben, dahin schaffen. Mal gucken. Wenn das klappt, geht das super schnell. Wenn das nicht klappt, und eins zu hoch, wenn das nicht klappt, ist das sehr, sehr lästig. Aber das macht uns gleich, erspart uns gleich eine ganze Menge Kummer, wenn wir das schaffen, weil wir dann, jetzt wäre ein bisschen Health vielleicht ganz gesund, damit wir nicht, hier geht's runter, aber vorher noch heilen, damit nicht hier jetzt, genau, hier kommen nämlich jetzt fliegende Kollegen, komm her, boah, das klappt ja super. Okay. Ah, wir haben schon wieder hier Top Speedrun-Material. Hier ist keiner mehr. Es klappt wunderbar. Aber ich riskiere jetzt nicht, dass ich hier auch noch sterbe. Das ist irgendwie nicht im Sinne des Speedruns. Ja. Und dann passiert es halt doch beinahe. Aber nur beinahe. Das macht ja den wahren Gamer aus, dass er totalen Blödsinn macht, aber dann nur beinahe stirbt. So, okay. Wir haben wieder volle Health. Habe ich euch den Teil hier auch noch gezeigt. Ja, wir haben 2 Stunden 51 Minuten. Das heißt, wir haben noch 2 volle Stunden für den Kampf gegen den Hollow Knight. Ach, geh doch weg. Das ist genau, warum ich hier eigentlich nicht ungefrühstückt reinkommen wollte. Weil hier jede Menge Gelegenheiten sind, in Spikes reinzufallen. Aber ich glaube, wir sind schon durch. Ah, nee, genau. Das ist von oben nämlich gar nicht so ganz harmlos hier. Wie ihr seht. Und ihr seht auch, das ist tierisch hoch. Hier kommt man nicht mehr so einfach raus. Aber wir teleportieren uns quasi einfach durch Neuladen raus. So, hier müssen wir jetzt noch einmal... ein bisschen vorsichtig bewegen, damit die... Na komm her. Ja. So ist recht. Komm. Komm her. Zieh fix. So, und dann kommt da, glaube ich, noch so einer.
aufpassen, dass wir nicht runterfallen, denn da unten sind unschöne Dinge im Gang. So, der hat einen Speer. Komm, flieg. Ach komm. Oh, da war jetzt wieder sehr langsam gespielt, aber ich bin auch nicht mehr so ganz in Schuss und in Form. Den ignorieren wir jetzt mal. Es ist ja schließlich auch ein Speedrun. Muss man jetzt hier nicht gegen jeden Gegner platt machen. So. Und dann jetzt, glaube ich, sind wir da. Jetzt sind wir an der Trump Station. So, und von hier aus gehen wir jetzt einmal unten rum. Und jetzt kommt das eigentliche Problem bei dieser Pale Ore, nämlich ein paar von denen hier. Und die sind so ein bisschen unerfreulich. Wir haben natürlich diesen Spell, aber das Problem ist natürlich, wenn wir den Spell benutzen, dann geht uns irgendwann die Soul aus und dann können wir auch nicht mehr heilen. Und hier gibt es, wie gesagt, mehrere von denen. Das heißt, wir müssen ein paar von denen müssen wir auch einfach so platt machen. Das war knapp. So, jetzt sind es glaube ich noch zwei, aber wir sind. Das geht. Ja, da ist schon einer. Nein! Das wäre der letzte gewesen. So ist das. So ist das in diesem Super Speedrun. Ich bin an King's Station nicht auf die Bank gesessen. Ja, na gut, das ist jetzt mein Versagen. Da müssen wir den Teil auch nochmal machen. Und wo ich das jetzt gerade so sehe, wird mir auch bewusst, dass natürlich auch hier sich hinzusetzen. Das hätte immerhin schon mal den Teil da oben gespart. Ja, es ist wie die ganze Zeit in diesem Speedrun, optimal geht anders. Halt, falsche Seite. Aber wir probieren uns ja auch mehr so aus. Dafür klappt es jetzt hier ein bisschen flüssiger. Ja. Also im Prinzip ist das natürlich machbar, wenn man nicht so gierig spielt wie ich gerade. So, jetzt nehmen wir hier die Bank noch mit, dann haben wir auch diese Tramfahrt gespart. Und dann sehen wir zu, dass wir jetzt an allen hier vorbeikommen, ohne Schaden zu nehmen. Wir haben jetzt natürlich das zusätzliche Problem, dass wir, bis wir da unten wieder sind, wo der Shade ist, fällt mir gerade auf, auch noch mit weniger Soul jetzt hier unterwegs sind. Ja, kann man es nicht ändern. So, zurück im Schacht. Ah, und wieder in den reingeflogen. Alles ein bisschen besser laufen. Aber da sind wir wieder. So, dann haben wir jetzt hier wieder das. Wobei, ist das vielleicht jetzt ein bisschen riskant? Ich weiß nicht, was passiert, wenn man hier Crystal Dash. Ich glaube, es geht nicht. Ich glaube, das sind auf jeder Höhe, auf der man das versuchen kann, sind, glaube ich, Hindernisse platziert, die das verhindern. So, den müssen wir jetzt mal anlocken. Das gibt's doch nicht.
Also es ist halt hier ein Late-Game-Area. Und das ist alles natürlich mit unseren beschränkten Fähigkeiten hier gar nicht so leicht, wie man schon sieht. Das ist alles darauf designt, dass man hier mit schon verstärktem Nail ankommt, dass man hier einen Double Jump hat, dass man vielleicht auch den Shake Clock kann man hier, glaube ich, noch nicht haben, aber dass man halt diese ganzen Sonderfähigkeiten hat, die wir jetzt alle nicht haben. Ich weiß jetzt auch nicht, ob wir hier noch irgendwo Soul eingesammelt kriegen. Das sieht nicht so aus. Ah, das glaube ich nicht. Ach komm! Jetzt machen wir das aber nicht nochmal. Gut, schlecht. So, da ist der nächste. Was war das denn? Hä? Okay, das ist die Taktik, die gegen den hilft. Na, oh Gott. Das glaube ich nicht. Ja, das war eine super Idee. Traurige ist natürlich, ich habe dieses blöde Nail-Upgrade beim Training im ersten Anlauf bekommen. Auch wenn man es jetzt, so wie ich hier gerade spiele, nicht glauben mag. Also, ist ja erbärmlich, was ich hier abliefere. Nur ist natürlich jetzt die Situation auch ein bisschen dadurch erschwert, dass, wie gesagt, wir hier mit zu wenig Soul unten ankommen, weil der Shade ja jetzt da weit drin steckt. Ich hoffe auch mal, aber ich glaube, wir brauchen kein Geld mehr. Insofern ist das jetzt nicht so schlimm. Wieder nicht geschafft. Dass ich das Geld jetzt versammelt habe, das ist, glaube ich, nicht so tragisch. Jetzt bin ich ja zweimal hintereinander gestorben. Aber wir haben alles aufgeschlossen und gekauft, was wir brauchen. Wie gesagt, wir sind ja eigentlich schon beim Hollow Knight. Wir könnten im Prinzip auch schon in den Endkampf gehen. Ach, jetzt reicht's aber. Wahrscheinlich kann man den auch zweimal Pogo. Man muss so ein bisschen aufpassen, dass man hier nicht. Ach, das gibt's doch nicht. Ich glaube, ich habe auch wieder hier eine Verzögerung. Viele von diesen Angriffen gefühlt aus dem Nichts kommen. So. Eine zu früh runter, ja super. Also das ist wie der ganze Speedrun ein klares Plädoyer dafür, Speedruns nur zu versuchen, wenn man sich tot geübt hat. Denn ich kann das im Prinzip ganz okay, also ich bin nicht besonders gut und ich glaube auch, dass meine Xbox tatsächlich ein bisschen Delay hat, der die Sache schwieriger macht. Sind echt fies, weil die einen gleichzeitig hinten blockieren mit ihren gespritzten Säurebatzen und von vorne angreifen. Ja, hilft nicht. Okay, den brauchen wir eigentlich gar nicht, fällt mir gerade auf. Dann machen wir den auch nicht. So, wir haben jetzt genug Soul für einen Angriff. Das heißt, wir können uns die Sache hier auch ein bisschen leichter machen. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch einen Treffer hier landen. Dann können wir den auch observieren und dann haben wir es geschafft. Glaube ich, ja. Okay, dritter Anlauf. Ein Speedrun der Meister. So, jetzt
müssen wir den natürlich noch umsetzen in ein Nail-Upgrade. Dazu gehen wir jetzt zurück zur City of Tears, indem wir einfach ausloggen, wieder einloggen. Denn wie gesagt, der Rückweg von hier unten ist, weiß ich gar nicht, ob der mit meinen Fähigkeiten gerade überhaupt möglich ist, aber wenn er möglich ist, ist er verdammt schwer. Es kann aber auch sein, dass man erst ein anderes Areal aufschließen muss, beziehungsweise den Boss hier besiegen muss. Ich glaube, wenn man hier zu früh reingeht, ist man hier eingesperrt mit Broken Vessel und kommt erst wieder raus, wenn man Broken Vessel besiegt und sich den Double Jump geholt hat. Gut, wir wollen das Nail Upgrade. Sorry, ich war gerade kurz abgelenkt mit süßen Erinnerungen an den Kampf gegen Broken Vessel. Und war das nicht toll? Ich bin zwar blöd gefahren, aber trotzdem nicht getroffen worden von diesem Gegner. So, jetzt müssen wir einmal ganz durch die City of Tears. Kostet jetzt noch mal ein paar Minuten. Dabei möglichst wenig Schaden nehmen. Ich wollte gerade sagen, vielleicht am besten gar keinen, aber das ist ja nicht denkbar, offenbar. Ach, das Heilen kostet auch immer so viel Zeit. Also wenn das ein richtiger Speedrun wäre, wäre natürlich selbst, ne, da ist alles optimiert. Das Gute ist, jetzt haben wir auch diesen Shortcut hier geöffnet, falls wir werden den nicht brauchen. Wir werden auch Lem nicht mehr brauchen. Aber jetzt haben wir den zurück in seinem Laden. Und jetzt gehen wir uns das Upgrade holen. Und dann würde ich sagen, ist wahrscheinlich das Einfachste, nochmal diesen Quit-Out-Trick zu machen. Und dann landen wir ja wieder an dieser Bank und von da aus können wir dann nach Hollow Nest, nach Dirtmouth, Entschuldigung, Hollow Nest ist ja das Ganze hier. Und sind bereit für den Hollow Knight, beziehungsweise wir können dann auch noch direkt, wir gehen zur Bank vor dem Hollow Knight Bossfight. So, dann hätten wir das Upgrade geschafft. Wahrscheinlich eine Viertelstunde oder was das jetzt gedauert hat in-game. Gucken wir Ah, gleich. Banjo's Danger. Ja. Oh, jetzt brauchen wir Geld. Ja, sage ich noch vorhin, wir brauchen kein Geld mehr. Ja, das Geld habe ich jetzt verbraten. Das heißt, jetzt müssen wir doch, gut, dass wir den gerade, ja, jetzt am besten nochmal sterben. Gut, dass wir das gerade wenigstens. Ist der Shopkeeper jetzt wieder in seinem Laden. Ich glaube, wir müssten eigentlich noch Goodies haben, die wir dem verkaufen können. Ich weiß jetzt auch gar nicht, weil ich das so noch nie gemacht habe, ob der jetzt wieder in seinem Laden ist oder ob wir dafür auch einmal rausquitten müssen. Das sehen wir dann aber gleich. So, ich glaube, hier könnten, da ist man aufzurufen. Hier oben müsste der Laden sein. Wenn er jetzt nicht da ist, müssen wir den Anfahrtsweg auch noch mal erst. Oh nein, oh nein. Jetzt müssen wir auch noch Geofarmen. Weil ich zweimal gestorben bin da unten. Also, wenn man im Lexikon nachguckt, Speedrun, dann wird man da einen Eintrag finden, der das hier als Gegenbeispiel anführt. Ich glaube, wir werden natürlich trotzdem unser Ziel erreichen. Ja, wie kriege ich jetzt am schnellsten? Ich kenne mich halt überhaupt nicht aus im Spiel. Es gibt so Tricks, wie man schnell zu Geld kommt. Ich glaube, Gorgeous Husk ist ein guter Kandidat dafür. Gucken wir mal, ob wir den finden. Wahrscheinlich ja nicht. Also wir brauchen jetzt nicht entsetzlich viel. 113 noch. Wie viel geben die denn? Ah, gut, das sind schon 8.
Nein, nicht springen. Nicht ins Wasser fallen, ich brauche das Geld. So. Noch 95. Also ich glaube, es gibt natürlich schnellere Strategien, wenn man sich richtig auskennt im Spiel, aber that's not me. Irgendwo hier ist Gorgeous Husk. Und der spuckt, glaube ich, alleine irgendwie 100, 200 aus. Den kleinen zu kriegen, bin ich nicht gut genug. Ist das hier vielleicht? Könnte sein. Hier ist auf jeden Fall. Ah ne, das ist glaube ich ein Geheimgang, den man nur von der anderen Seite aufmachen kann. Es kann auch sein, dass man für Gorgeous Husk einen Simple Key braucht. Die Fünfer Geo. Bombe ist runtergefallen. Hier können wir nicht double jumpen, da kommen wir auch nicht hoch. Läuft, würde ich sagen. Ein eleganter Spielverlauf. Ja klar, natürlich falle ich runter. So, hier. Könnte sein. Ich, wie gesagt, ich kann auch sagen, dass man einen Schlüssel braucht. Ja, ja, ja. Wir haben keinen Schlüssel. Hier komme ich auch nicht hoch. Doch. So, jetzt vielleicht. Ich glaube, hier ist der. Kann auch sein, dass wenn wir die hier platt gemacht haben, das schon reicht. Ah, nicht ganz, oder? Die respawnen hier, glaube ich. Tun sie nicht. Na gut. Ja, ja, genau, hier ist Gorgeous Husk. Natürlich die Frage, wie lange wir auf den einprügeln müssen mit dem schwachen Nagel, bis der dann tot geht. Hätte jetzt schlimmer sein können. So, ja, jetzt haben wir Overkill. Gut, dann jetzt aber endgültig hier Nails mit Köpfen machen. Das Ding reparieren und in Position bringen für die finale Folge. Da werde ich aber vorher noch ein bisschen üben müssen, denn wie gesagt, der ist schon eine Hausnummer, der Hollow Knight, mit diesen schwachen Einsatz. Blub, blub, blub. Mit diesem schwachen Nagel und mit diesen nicht richtig hochgerüsteten Fähigkeiten. Wir haben zwar den Desolate Dive, da haben wir die dunkle Version von. Den werden wir auch viel benutzen in dem Kampf. Aber ich glaube, die Speedrunning-Strategie gegen den Hollow Knight benutzt den normalen Fireball-Spell. Und mit, das muss ich auf jeden Fall üben, weil mit dem komme ich irgendwie nicht klar. Und mit Desolate Dive, habe ich schon gemerkt, sind einige der Angriffe des Knights ein bisschen schwer zu vermeiden. Und wir haben halt auch wenig Health. Wir haben die Maske überhaupt nicht abgegradet. Wir stecken immer noch auf 5. Und man kann halt auch 9 haben, wenn man zum Hollow Knight. Man kann im Prinzip auch, ich glaube, ich weiß gar nicht, was das Maximum ist. Ich glaube, das Maximum ist 9. Und dann, das macht es natürlich auch viel einfacher. Wir sehen mal. Jetzt haben wir jedenfalls das Upgrade geschafft. Ich gucke gleich, es wird wahrscheinlich ein Debakel sein, wie lange das gedauert hat. Ich habe mit 5 Minuten gewartet. Es werden jetzt eher 20 sein. Ja, ja, ja. Sei still. Auch einmal rausquitten, noch einmal wieder rein. Dann landen wir in King's Station an der Bank. Und dann öffnen wir den Black Egg Temple und bereiten uns aufs Finale vor. Jetzt sehen wir ja gleich, wie lange, wo wir sind. Oh ja, 3:15. 25 Minuten hat es sogar gedauert jetzt. Es ist, wie es ist. Wir haben noch 1,75 Stunden
für den Hollow Knight. Ich mache mir, wie gesagt, keine Sorgen. Das kriegen wir gut hin. Aber die Frage ist natürlich, wie viele Anläufe wird das brauchen? Wie lange wird das Video werden? Wie peinlich werde ich dabei sterben? Wie traurig wird das sein, weil der Hollow Knight ja auch so eine tragische Figur ist. Was man, glaube ich, wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt, vor allem wenn man nicht vorbereitet ist, wenn man das aus dem Internet nicht kennt, versteht man das vielleicht auch gar nicht so gut. Das ist ja der Schlussboss. Und die Musik, die man dabei hört, ist ja eher... ist schon dramatisch, ist auch kämpferisch und aggressiv, aber es hat auch einen sehr schwermütigen Unterton. Und man denkt sich wahrscheinlich, hä, der Schlussboss, warum ist das jetzt so traurig? Warum klingt das so traurig? Aber das hat natürlich alles seinen Sinn. Ich will das, wie gesagt, ja hier nicht komplett spoilern, aber wir wissen, das ist nicht der Schlussboss, das wissen wir ja alle. Machen wir uns nichts vor, wer hier ein Speedrunning-Video von Hollow Knight anguckt, der hat das eh selber schon mal gespielt, wahrscheinlich. Sonst macht das ja auch keinen Sinn. Nee, da wollen wir noch nicht rein. Obwohl, ich glaube, wir gucken einmal rein. Das Speedrunning-Geheimnis ist ja, man muss auf der Bank da vorne gar nicht sich ausruhen, weil automatisch dadurch, dass man den Kampf triggert, dieser Speedrun gesetzt wird. Und dann können wir hier schon mal die Streben auch kaputt machen. Da hängt er nämlich. Der sich für uns und für Hollow Nest geopfert hat. Und wir können ja spaßeshalber einmal hier bis zum Tod antreten. Dann haben wir die Musik auch schon mal gehört. Mit diesem treibenden Akkorden. Das läuft. Geht schon gut los. Top, top, top. Okay. So, in der ersten Phase kann er noch nicht so viel. Da macht er im Wesentlichen diese Angriffe. Jetzt bin ich gleich tot. Jetzt sind wir schon in die zweite Phase gegangen. Jetzt bin ich tot. Ja. Gut, das war der Kampf gegen den Hollow Knight. Davon gibt es, glaube ich, 4 Phasen. Der ist, wie gesagt, schwer. Den muss ich auch üben, damit das nicht jedes Mal so abläuft. Wir können vielleicht einmal noch hier den Shade ansammeln. Das ist, wie ihr seht, alles ganz freundlich. Die Bank ist direkt vor dem Bossfight. Der Shade ist direkt da. Man muss sich jetzt nicht groß verausgaben. Wir können jetzt direkt wieder rein und das so lange probieren, bis wir ihn fertig haben. Aber davor übe ich nochmal und das machen wir dann in der finalen Folge. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like und ein Abo da. Guckt euch auch die Outer Wilds Sache an, die ich da gerade parallel mache. Das ist, glaube ich, auch sehr schön geworden. Und ansonsten sehen wir uns nächstes Mal, wenn wir das hier abschließen und unter 5 Stunden Hollow Knight beenden. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.